Lange Zeit war aus Sicht der US-Amerikaner die Wall Street the only game in town, das einzige, was wirklich Sinn machte, wo man wirklich gut investieren konnte. Jetzt hat sich das plötzlich geändert. Jetzt sehen wir Leute wie David Tepper, die sagen, ich kaufe alles, was in China nicht schnell genug auf den Baum kommt. Und wenn Tepper das sagt, dann werden das andere sehr genau beachten, was dieser Mann sagt, denn er ist nur die Speerspitze dessen. Auf der einen Seite haben wir noch einige US-Hedgefonds, die short sind in China-Aktien und jetzt richtig auf die Mütze kriegen. Auf der anderen Seite sehen eben viele, ja, in China sind Aktien wie Alibaba viel günstiger bewertet als etwa die sehr teuren US-Tech-Aktien. Da müssen wir jetzt was tun, da müssen wir raus aus diesen teuren Tech-Aktien aus den USA und rein in die sehr viel günstigeren China-Tech-Aktien. Das zumindest ist das Motiv, das zu vermuten ist und das wir in den Charts auch teilweise sehen, sodass die Wall Street ein bisschen Luft abgesaugt bekommt aus der Blase und auf der anderen Seite jetzt die Gefahr einer zu schnellen, zu großen Euphorie in China besteht. Wir haben heute Nacht wieder eine massive Rallye gesehen, wie in den Vortagen auch schon, und es steht eben auf einem ganz anderen Blatt, ob wirklich die Maßnahmen, diese Bazooka aus Peking, ob die ökonomisch wirklich erfolgreich ist. Aber zunächst mal sind alle gierig, zunächst mal wollen alle diese Rallye mitspielen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier sehen wir solche Index, Beijing Stock Exchange 50 Index, teilweise 15% im Plus, größter Gewinn aller Zeiten. Dann China Star 50 Index, 11%, größter Gewinn aller Zeiten. In manche Indizes so 8%, so durchschnittlich kann man sagen, sind im Plus. Und hier sehen wir, dass da einige ja noch short stehen. Das war der zweit most crowded Trade, der zweit überfüllteste Trade sozusagen war, short in China Aktien zu sein. Und das wird jetzt richtig teuer. Oder ist inzwischen richtig teuer geworden für einige, die wahrscheinlich dann eindecken müssen, sodass sich diese Bewegung dann offenkundig noch verstärkt. Und hier sehen wir mal, wir haben jetzt 18% alleine in den letzten 5 Tagen sind wir gestiegen. Wir haben 1 Billion an chinesischen Yuan, die in 30 Minuten getradet wurden. Das ist der größte jemals verzeichnete Umsatz in China oder an chinesischen Börsen. Und wir sehen viele Brokerages, also viele Börsenanbieter, die sagen jetzt, wir machen rund um die Uhr Service 24/7, denn die Nachfrage ist so groß, vor allem Privatinvestoren aus China wollen jetzt alle schnell noch ein Konto eröffnen, wollen bei dieser Rallye dabei sein, und da ist im Grunde schon das Potenzial da, dass da mal auch was ganz Heftiges nach unten kommt, wenn jetzt die kleinen Fische mit aufspringen und sagen, es kann ja nur nach oben gehen, dann passiert meistens dann auch mal zwischenzeitlich zumindest das Gegenteil, aber eben auch wieder unterstützt Maßnahmen. Das Handelsministerium hat gesagt, wir werden die Maßnahmen umsetzen, respektive die Effektivität der Maßnahmen soll gesteigert werden. Also es ist die totale Bazooka, die China jetzt ausgepackt hat, und das ist natürlich auch ein Zeichen, wie schwach die chinesische Wirtschaft ist, aber sei es drum. Hier sehen wir mal den Hang Seng nach oben, während der Nikkei praktisch 5% verliert. Das sind also ziemlich krasse Differenzen. Hier sehen wir, dass die Kapitalflüsse eben auch negativ in Richtung Japan jetzt unterwegs sind und eben auch in Richtung China gehen, nicht nur aus den USA. Mit Japan hat das zu tun mit der überraschenden Wahl von Ishiba, der neue Vorsitzende jetzt der Liberaldemokraten, die praktisch so eine Art Erbrecht auf den Ministerpräsidentenposten haben in Japan. Rüdiger Born hat hier wieder ein wunderbares Video gemacht, können Sie anschauen bei uns auf finanzmarktwelt.de, was das alles genau bedeutet. Jedenfalls ist eben Ishiba ein Hawk, ein geldpolitischer Falke, der die Löhne anheben will, der gleichzeitig aber auch sagt, ja, wir müssen gucken, dass wir sozusagen die Inflation dabei im Griff behalten, während die Gegenkandidatin ja eher gesagt hat, lasst uns auf keinen Fall die Zinsen anheben. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem China-Thema und der Nasdaq. Hier habe ich Ihnen mal einen Vergleich gebracht zwischen Triple Q und MCHI. MCHI ist ein ETF auf den chinesischen Markt, und wir sehen, bums, das ging ziemlich runter im Nasdaq, im Vergleich zumindest, ja, zum China-ETF MCHI. Und wenn wir uns mal anschauen, wo wir da etwa sind, Nasdaq in Relation zum Hang Seng,
dann sehen wir, das, was da bisher passiert ist, das ist nur ein ganz kleiner Bippel. Also Potenzial wäre da natürlich, dass die ganze Geschichte sich noch stärker ausgleicht, nachdem wir ja absolute Extreme gesehen haben. Sie sehen das hier rechts, wie stark chinesische Aktien unter Druck waren, wie massiv amerikanische Aktien gelaufen sind. Seit 2008 haben die Amerikaner immer mehr an Bedeutung gewonnen. Man hat jetzt knapp 70%, 65% im MSCI World oder ACWI, MSCI World sind es glaube ich sogar 70%, also diese totale Dominanz der US-Aktien, die könnte jetzt ihren Hochpunkt gesehen haben. Es kann ja auch gar nicht mehr so viel mehr werden, könnte man vermuten. Und natürlich, wenn wir nochmal nach China zurückkommen, boah, stark überkauft. Hier sehen wir oben diese Grafik, da waren wir schon vor dem heutigen Handelstag, heute Nacht in Asien, waren wir schon so überkauft wie seit 4 Jahren nicht mehr. Jetzt kam ja nochmal jetzt diese massive Rallye mit drauf. Wir sehen bei China-ETFs höchstes Call-Volumen seit Aufzeichnung der Daten. Also schon ziemlich extrem. Da muss man langsam auch mal damit rechnen, dass da auch mal plötzlich ein rabenschwarzer Tag dazwischen kommt, weil eben die Gier so derartig groß ist. Was würde von China profitieren? Oder welche Branchen, welche Sektoren? Hier mal wieder eine Gruppen-6-Analyse. Basic Resources, also Auto und Teile, Chemiegeschichten und so weiter. Also man geht davon aus, dass hier die Erholung einer Konjunktur möglich ist. Wie gesagt, ich glaube, dass das eine ganz andere Frage ist, ob diese ganze Geschichte wirklich gelingt. Aber es ist eben jetzt erstmal diese Euphorie drin. Wir haben dann heute jetzt Daten gehabt aus China. Mäßig, muss man sagen, sogar eher schlecht, vor allem jetzt sehen wir, dass die Dienstleister schwächer werden. Verarbeitendes Gewerbe von HSBC, Einkaufsmanager-Index schrumpfend. Wir sehen Dienstleistungen 50,3 auch schwächer. Also Peking hat offenkundig jetzt gesagt, wir kriegen die ganze Geschichte nicht mehr hin, wenn wir jetzt nicht all in gehen und versuchen, dieses langsame Absterben unserer Wirtschaft in irgendeiner Form umzukehren. All das kurz vor der goldenen Woche. Da wollte man also offenkundig das Zeichen setzen. Und interessant, by the way, dass China jetzt auch gesagt hat, also liebe Firmen in China, haltet euch fern von Nvidia-Chips. Nvidia verkauft ja nur gedrosselte Chips oder Klasse B-Chips nach China, angeblich über den Hub Singapur kommen auch bessere Chips, de facto nicht in den Besitz zwingend, aber sie können sie nutzen, chinesische Firmen, die dann über Singapur auf diese Dinge zugreifen können, und Nvidia hat durchaus einen noch relevanten Umsatz in China, also das bedeutet eben auch, dass die Chinesen versuchen, sich jetzt mehr und mehr abzukoppeln von amerikanischer Technologie. Und vielleicht auch wichtig, wir haben jetzt einen Vortrag von Hans-Werner Sinn wiedergebracht, die erzwungene Deindustrialisierung, während wir ja versuchen, CO2-neutral zu werden, wird das, was mit diesem Stimulus verbunden ist, natürlich auch wieder die CO2-Emissionen steigern. Wahrscheinlich in einem Maße, da könnten wir 3-mal CO2-frei werden, lieber Robert, und es würde keinen Unterschied machen, was die Chinesen wahrscheinlich jetzt mehr emittieren werden, mit dem Versuch, ihre Wirtschaft wieder aufs Gleis zu kriegen. Und Gleis ist das falsche Stichwort, vielmehr müsste es Häfen lauten, wenn wir uns mal jetzt rüber in die USA begeben, da ist ein neues Problem, denn es dürfte ab morgen Streiks geben von 45.000 Dockarbeitern aus 36 Häfen in den USA, Ostküste, Südküste. Hier hat man sich nicht einigen können, und das wird bedeuten, dass um und bei fast die Hälfte aller Containerimporte in die USA nicht mehr stattfinden werden. Und Containerimporte sind mit Abstand der größte Teil von Importen, die in die USA gelangen, natürlich viel mehr als mit dem Flugzeug etc. Und das dürfte bedeuten, dass wir Lieferengpässe bekommen in den USA, dass wir möglicherweise auch Preissteigerungen sehen werden, weil viele Dinge nicht mehr schlichtweg vorhanden sind, wenn diese Dockarbeiter streiken. Jetzt könnte Biden zum Beispiel sagen, okay, hier gibt es eine Regularie in den USA, dass der Präsident das Ganze 8 Wochen nach hinten schieben kann und praktisch erstmal eine Friedenspflicht hier diktiert.
Das macht Biden aber wohl nicht, weil er damit die Gewerkschaften vors Knie treten würde. Also lässt er es. Und so sieht es aus, dass ab morgen dann diese Streiks beginnen. Und das könnte noch sehr starke Konsequenzen haben, auch in den Wahlkampf hinein in den USA mit inflationären Wirkungen obendrauf. Und so sehen wir interessanterweise Dow Jones Industrials ohnehin mit einer negativen Divergenz, nachdem am Freitag noch einmal ein neues Allzeithoch gemacht hat. Aber die Transportwerte ja deutlich schwächer. Ohnehin, also da darf man gespannt sein. Bei Boeing, glaube ich, die Streiks jetzt auch noch weiter fortgesetzt. Wenn wir in den USA bleiben, sehen wir zweithöchstes positives Gamma-Volumen in den USA. Dealers are long, also die Verkäufer von Optionen sind massiv auf der Long-Seite unterwegs, weil eben alle auch sagen, es kann nur nach oben gehen. Hier die Société Générale, hier mal mit einem Bullish Spirits Indikator. Also wie ist die Laune, wie ist der Spirit, und wir sind so hoch wie jetzt im Juli 23 nicht mehr. Also man ist durchaus positiv. Dann sehen wir bei Barron's zum Beispiel solche, the stock market is melting up. There won't be a meltdown anytime soon. Also da wird absehbar erstmal nichts nach unten kommen. Das sind so Headlines, wo ich sage, oh, das könnte jetzt richtig interessant werden. Solche Schlagzeilen siehst du nicht, wenn irgendwie die Märkte günstig bewertet sind, sondern solche Schlagzeilen siehst du, wenn wirklich die Luft oben dünner wird und das Risiko eigentlich faktisch immer größer wird, während viele eben sagen, ja, das Risiko ist ja gar nicht da. Und warum fließen dann immer mehr Gelder jetzt in diese Geldmarktfonds, also nicht in den Aktienmarkt, sondern in die Geldmarktfonds, obwohl die US-Notenbank ja die Zinsen deutlich gesenkt hat. Diese Frage muss man stellen, und interessant auch, sehr starke Short-Positionen in Energie. Warum eigentlich, wenn jetzt doch alles mit China so nach oben gezogen wird, dann müsste Energie doch super laufen, aber die Anleger positionieren sich anders. Dagegen ist man in Materials, also etwas, was von diesem Stimulus durchaus profitiert, ist man ziemlich long. Aber Energie ziemlich short. Die Frage ist, geht das gut, wenn hier diese Dinge hier eskalieren weiter? Am Freitag, ja, die Israelis Nasrallah getötet, aber nicht nur Nasrallah und andere Hezbollah-Führer, sondern eben auch iranische hochrangige Offiziere der Revolutionsgarden. Und die Frage ist, hält der Teheran still oder wie wird die ganze Geschichte weitergehen? Und das angesichts dieser sehr hohen Energieschortpositionen, die wir derzeit am Markt haben, eine spannende Frage. Während Europa vielleicht von diesem Stimulus profitiert, zumindest die Hoffnung ist da. Aber wir haben schon eine sehr, sehr große Differenz zwischen den Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und den Aktienmärkten aus der Eurozone. Übrigens auch was die Gewinne der Unternehmen betrifft, plus 3%. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Märkte gemacht haben, dann ist das mehr als plus 3%. Am Freitagabend ja nochmal Gewinnwarnung von VW. Man senkt die Prognose für Absatz- und Finanzdaten zum zweiten Mal und warnt vor weiteren Risiken. Heute jetzt auch dann Stellantis mit einer Warnung. Also das ist nicht nur jetzt ein Problem der deutschen Autobauer, sondern dürfte alle europäischen Autobauer betreffen, die ja so wichtig sind, was Jobs betrifft etc. Ich habe am Wochenende nochmal mit jemand gesprochen, der für VW arbeitet, nicht bei VW, aber in einem Projekt, die ausschließlich für VW arbeiten, und die sagen, und der sagte mir, also die fahren jetzt hier so bestimmte Bereiche runter, weil sie einsparen wollen, verlegen also Projekte, die bisher deutschsprachige oder deutsche Firmen gemacht haben, werden jetzt nach Indien verlegt. Die Inder haben dafür wahrscheinlich derzeit noch gar nicht das Personal, müssen also jetzt schnell, ganz schnell irgendwelche Leute einstellen, die wahrscheinlich nicht ausreichend qualifiziert sind, sodass dann die nächsten Probleme praktisch wieder warten. Also es ist schlechtes Management, sagte er. Wer mit VW zu tun hat, weiß, es ist wirklich schlechtes Management, was da passiert. Und dementsprechend ist man jetzt dabei, die nächsten Fehler zu begehen, indem man jetzt aus Kostengründen, weil man irgendwie Aktionismus zeigt, eben schließlich dann hier umlagert. Und das große Problem ist zum Beispiel, dass, was er mir sagte, dass eben VW-Manager an manchen Dingen festhalten, weil wenn sie bestimmte Projekte, von denen klar ist, dass sie nicht funktionieren werden, sofort canceln, dann sind sie meistens vielleicht auch ihre eigene Stelle los. Also lassen sie das Ganze weiterlaufen. Und so ist eine Logik eben am Start, die letztendlich
für all diese Dinge sorgt, die wir derzeit sehen. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Darum warnen Experten vor Europas paradoxer Aktienrally. Hier nochmal ein tieferer Einblick, was da der Fall ist. Gerne weiterempfehlen. Erste Empfehlung. Und die zweite, das bullische oder die bullische Stimmung erreicht ihr Maximum. Warum das vielleicht zu beachten ist, wenn man sich jetzt überlegt, was tun an den Märkten und wie es zu tun, das erfahren Sie in diesem Artikel. Also ich sage erst einmal Servus, ciao.